Lol, hier ist eine neue Base. Was? Wie? Warte, was ist hier? Hier zählt jemand ein Rex. Ein Geschenk vom Raid-Gott. Geh schnell in die Base, lade die ganze Holzkohle ab. Weil je mehr Holzkohle, desto mehr Nades. Ja, wir brauchen aber jetzt wieder Ding. Was brauchen wir? Sparkpowder. Sparkpowder, aber können wir noch schnell machen. Dafür brauchen wir Steine. Oh, stimmt. Da war ja was. Okay, und dann würde ich sagen, danach noch die nächste Base da, die ich gesehen habe. Und dann sind wir durch erstmal für heute. Yes. Okay, ich sammle schon mal ein bisschen, ne? Hey Boy, wir haben aber noch Gunpowder, ne? Ja, ja, Gunpowder haben wir. Uns fehlt Metal. So, weil du meintest wegen Sparkpowder und so. Nee, ja, für noch mehr Gunpowder machen fehlt uns Sparkpowder. Okay, also was besorge ich jetzt? Nur Metal. Leute. Ich frage mich nur, warum kamen denn zwei Leute von hinten? Wir haben doch gerade erst einen genatzt gehabt, die Turku. Die sind, glaube ich, rausgerannt, als sie gesagt haben, yo, die kommen wieder, sind die weggerannt. Und vielleicht zum Schauen, wo wir herkommen oder aber so. Aber wir haben doch einen genatzt gehabt, oder nicht? Ja, aber das sind drei Leute. Ach, das sind drei? Ja, ja. Ja, okay, dann gibt es Sinn. Aber so dumm, ich travel durch die ganze Map, um Gegner zu finden. Dabei sind sie legit 10 Meter vor unserer Haustür. Das ist doch ein Joke, oder? Wir waren schon wieder hier. Als ob. Der hat mein Dings gebitzt, mein Charcoal. Junge, als ob. Renn hinterher. Junge, die sollen uns nicht abfacken. Sonst macht Okami und Itoku ein Video gegen die. Piss dich, du Kanak, sagt er. Okay, weißt du was? Ich komme auch nochmal hoch. Das lasse ich mir hier nicht gefallen. So wird hier nicht mit Itoku geredet. Ich erwarte einen respektvollen Umgang. Auch zwischen den Ark-Leuten. Wo ist der? Ist der wieder an seiner Base? Ja, nee, der rennt rechts neben der Falle entlang. Direkt dort? Okay, warte, da bin ich da. Ich sehe nicht. Ja, weird Rolex. Lass dir das eine Lehre sein. Schön Pfeile, Alter, genug. Junge, was wird das von denen? Das bringt ja nicht mal was die machen. Hast du das Charcoal wiederbekommen? Ja, nur am Trollen, die Kids. Das Ding ist, wenn die Charcoal haben, dann ist shit, weil dann können sie Granaten machen. Und mit unserem Charcoal unsere Base. Ja, die haben komplettes Ding gelootet. Ich hatte es davor gelootet gehabt. Komplett? Ja, ja, so viel kann es nicht gewesen sein. Holz? Dann haben die nur Holz genommen. Okay, mal gucken, wie viel Eisen wir haben. Wie viele Nades hast du schon gemacht gehabt? Gar keine. Hattest du nicht schon welche gemacht? Mm-mm. Dann haben wir jetzt drei Nades. Es fehlt aber wieder Leder, Boy. Wollen die vielleicht noch öfter herkommen und mir ein bisschen Leder geben? Als ob die einfach nur so für Leder da sind, weißt du? Ich will halt diese eine Base endlich raid. Da ist einer. Wir rennen hier noch rum. Wo? Unten wieder? Nee, auf der anderen Seite des Berges. Wo der Aufgang ist. Bei denen? Oder wie? Genau, zwei Leute. Direkt beim Aufgang. Die rennen da immer noch rum. Kommst du einmal rum? Ja, warte, ich lauf kurz hin. Leute, der droppt hier was. Ich glaube, der hat mich gar nicht gesehen. Hä? Nee. Wo ist der Boy? Hä? Wahrscheinlich wieder hochgezischt. Ja, der ist oben. Aber hätte ich hier irgendwas gedroppt gehabt? Ah, da ist er. Mit einer Fackel. Du brauchst dein Ding unbedingt auf Movement Speed. Wo bist du? Junge! Der hat die Fackel fallen lassen. Dein Sim. Okay. Nice. Mein Rappy hat ihn gekillt. Haben die dich schon wieder dort aufgebaut, Alter? Warum lief man nicht einfach? Haben die schon wieder zugebaut oder was? Ernsthaft? Ja. Sind die eigentlich dumm? Ganz lost oder wie? Ja, keine Ahnung. Wir sind lost, weil wir uns immer noch mit denen da kloppen. Ah, ist halt scheiße. Die wissen, wo wir bauen. Lol, hier ist eine neue Base. Kuroks. Digga, als ob die legit alle hier im Westen bauen. Junge, vor allem bei uns. Als wir jetzt vorhin vorbeigelaufen sind, war hier nichts. Vor allem die ganze Expedition vorhin, 45 Minuten, war für mich komplett useless, weil alle bei uns eh bauen. Wen sprengen wir jetzt zuerst auf? Hier, die kommen weg, Alter. Nein, die können wir nicht nochmal wegsprengen. Das hat keinen Sinn. Die haben aber auch nichts. Das lohnt nicht. Was für ein Tribe sind die? Nicht, dass es derselbe Tribe ist. Havana hier. Havana? Okay. Nee, dann scheiß auf die. Hier ist ein Tribe Kuroks. Den könnten wir raiden oder noch weiter hinten eine Base. Was sagst du? Ah, dieser Havanna-Fritzen, die fuckt mich ab. Boy, lass die einfach. Das hat legit keinen Sinn. Die fucken aber ab. Ja, was sollen wir machen? Wir müssten irgendwann umziehen oder aus Eisen machen oder so. Komm, lass erstmal ein paar Basen raiden. Vielleicht haben die Metall. Musst du halt auch bedenken. Ja, okay. Die sind alle hier, vor unserer Base. Vor unserer Base, als ob. Vielleicht denken die, ich bin Sharks. Oh mein Gott, ein 72er. Nee, ciao, Alter. Oh, wow, ich habe keine Stamina. Halt's Maul. Oh, der Sabertooth killt mich. Ah, Boy, es fuckt mich ab. Jetzt muss ich meinen Stuff wiederholen. Die wunderschöne Pike. Ich muss jetzt rausgehen. Vielleicht klatschen die mich gleich. Nee, nee, die sind nicht vor der Tür. Junge, so dumm. Ich hab nie Stamina, wenn ich sie brauche, ey. Als ob du die alle killst, Mann. Das hat echt keinen Sinn, Itoku. Guck mal, wir haben doch jetzt safe hier. Nein, die sind doch hier. Das war jetzt ein anderer Tribe tatsächlich sogar. Der was? Wie? Der Saber war fast tot. Och nö. Der Sabertooth war literally schon voll am Bluten. Wie? Hä?
Ach, fick dich, Alter. Ja, wahrscheinlich blutet er jetzt wieder gar nicht mehr. Ist okay. Und Rappy verloren, Alter. Läuft. Wegen einem scheiß Sabertooth. Wir brauchen Leder. Dann könnten wir direkt weiter raiden, wenn wir jetzt Leder hätten. Warte, nice Base im Wasserfall, Brüder. Ist eine Spaß. Eine Schande, wenn da Nates drauf kloppen. Die reden von uns. Ey, das ist so dreist, was zu schreiben. Also Hashtag keine Ahnung. Die Team, Alter. Hä, wie die Team? Dieser Wirt Rolex und Dings sind zwei verschiedene Tribes. Die verbünden sich hier gerade, um gegen uns zwei hier das Ding zu machen, ne? Ja, dann werden wir das schön an Sharks reporten. Das sind legit zwei Tribes, die ganze Zeit hier rumgammeln an unserer Base. Einfach nichts dazu schreiben. Ich würde sagen, wir packen unsere 7 Sachen und verpissen uns. Kommst du zurück zur Base? Ja, aber erstmal müssen wir raiden, oder? Dieser Wichser hat unsere Rope kaputt gemacht. Der hat gern einen scheiß Timer. Offensichtlich. Es muss ja nur ein Tribe deine Base finden und mad auf dich sein. Und schon weiß es der ganze Server. Das ist halt dumm. Das ist halt einfach nur dumm. Dann kann auch Moonin direkt rumfliegen und mir sagen, wo jeder seine Base gebaut hat. Ist im Grunde dasselbe. Das ist halt dumm. Das ist einfach nur dumm. Und dass Leute da gleich so tätet sind, nur weil wir deren Base jetzt weggesprengt haben. So WTF, die sind doch schuld, wenn die halt unsere Nachbarn sind. Die sind halt immer wieder zu uns gekommen. Was sollen wir machen? Aber gut, wir müssen jetzt eh umziehen, weil ich meine, die haben ja den Spot geleakt. Ich will einen Flak wenigstens haben, wenn wir unterwegs sind. Meine ist fast am Arsch. Lol. Okay, so viel dazu. Was denn? 167er Flakhelm. Einfach so. Bei einer Leiche gefunden. GG. So, Itoku. Wie viele Nades haben wir jetzt? 4. Reicht für eine Base. Hier ist sie. Spreng nochmal. Einmal oder zweimal noch. Ich glaube, einmal reicht. Einmal reicht. Geh weg. Nee, wird nicht reichen. Okay, hast recht. Jo, das könnten wir auch so machen. Die Frage ist, ob er online ist. Denkst du, er ist online? Das ist dieser Korux von vorhin. Seit wann kann man Stein mit einer Dings kaputt machen? Mit einer Pike? Gute Frage. Aber solange es geht, sollten wir uns nicht beschweren. Ich wette, hier ist nichts drin. Ich meine, das ist eine kleine 1x2, die scheinbar auch noch leer steht. Junge, ich dachte gerade, die wäre offen. Nee, der sleept. Öl, Chitin. Hat sich ja voll gelohnt. Okay, wo ist die nächste Base? Wir haben noch nicht mehr genug. Brechen wir halt so ein. Als ob, Digga. Hast du jetzt viel Hide bekommen? War das viel oder? Nee, war nicht viel. Hier sind aber Dodos. Ah nee, uns fehlt eh Eisen, ne? Eisen haben wir. Dann fehlt nur noch Leder. Dann könnten wir 4 neue Nades machen und beim anderen einbrechen. 400 Leder brauchen wir jetzt. Ein Paar, 2, 3 Paare. Oder ein Iguana dann. Wo bist denn du? Lol, hier ist ein Diplo. Ein toter Diplo. Am Strand. Ein Geschenk vom Raid-Gott. 400 Leder. Ja, toter Diplo. Einfach so. Und hier ist ein Gegner. Nice, ich habe den jetzt ein bisschen Leder abgezwackt. Und die snipen auf mich. Aber soll mir egal sein. Nice try, boy. Ich habe den einfach 400 Leder abgezwackt. Let's go. 2 neue Nades. Jetzt müssen wir ein bisschen weiterlaufen. Oh mein Gott, als ob hier alles neblig ist. Jo, ich sehe nichts. Perfektes Setting, um eine Base zu raiden. Was sagst du, Itoku? Ich meine, yeah. Monnen. Let's go. Kommen Sie mit. Das ist der Stealth Raid. Sind jetzt da. Ich habe sie wieder gefunden. Okay, perfekt. Warte, steht da jemand davor? Nee, hinten ist der andere. Oh, das sind Double Doors. Ja, shit. Egal, sollte reichen, sollte passen. Sicher. Oh, das ist aber unten, kann's sein? Nein. Junge, ich hab da gebuggt. Hab ich gesehen. Plug ist komplett am Arsch. Geh links rum, okay? Jo. Boom. Warte, schnell das Ding zerstören, das Bett. Ja. Hau auf. Schnell. Trio-Gang. Es tut mir leid, Trio-Gang. Guck mal, die haben einen Bisebufo-Sattel. Die haben Charcoal. Metall ist auch nichts durchgebrannt. Hat sich nicht gelohnt. Warte, was haben die in der Dings drin? Ein Rhino-Sattel haben die gemacht? Nichts. Oh lol, da ist eine zweite. Die haben nichts. Haben die Hide gehabt wenigstens? Nee. Zero. Als ob die auch alle keinen Hide da lassen. Das macht mich schon ein bisschen mad. Und wenn Tylakoleo-Sattel mitnehmen? Warte mal ganz kurz. Ich tu mal kurz meine Flak reparieren. Eine Avatar-Hose. Hier, die ist ganz nice. Wir haben organisches Polymer zu Hause. Hier habe ich das sogar dabei. Soll ich das reparieren? Ja, reparier mal. Ich nehme auch die Chibis mit, oder? Ach komm. Einen kannst du mitnehmen. Das ist eine Ghillie-Rüstung. Digga, die ist besser als das, was ich habe. Nein, ist sie nicht. Doch, klar. Ich hab Leder. Ach so, oh, okay. Ja, Moment. Ja, dann nimm wenigstens den Skin raus, dann sieht man dich nicht so auffällig. Ja gut, hat sich auch nicht gelohnt. Und jetzt? Null. Jetzt machen wir uns eine kleine 1x1 aus Stein, oder? Da oben ist noch eine. Ich habe keine Granaten mehr. Ja, aber lass mal gucken. Nee, ist keine Base. Bis zum 10. Ja, die Frage ist, wo bauen wir uns auf, Boy? Lass uns ein bisschen weiter weggehen. Komm hier lang. Pass auf, da ist ein Trodon. Ach, das ist ein Trodon, oh mein Gott. Das sind die Richtung hier rechts. Junge, wir hatten eigentlich so einen guten Spot, ne? Hier sind aber auch Leute gewesen. Hier sind Leute zum Zähmen, scheinbar. Warte, was ist hier? Hier zähmt jemand einen Rex. Und der ist tot, ein Tech-Rex. Abbau. Jo, den baue ich ab. Hast du eine verbesserte Axt? Ja, nee, eine normale. 56. Sabertooth, oh mein Gott. Hast du keinen Bowler mehr? Junge. Zwei Schüsse hat ausgehalten. Nee, da. Okay, wo bauen wir uns jetzt auf, Boy? Hey, hier liegt einer. Kilian.
Nee, nichts. Nur Skins. Die können wir uns nicht aufbauen. Hier sind auch zu viele. Wir müssen, glaube ich, mehr in den Osten. Da waren relativ wenig Leute. Dann lass hinrennen. Aber wo wollen wir uns aufbauen, ist halt die Frage. Eigentlich wäre hier in der Nähe nice, weil guck mal, hier ist überall Metallboy. Hier könnte man sich direkt irgendwo aufbauen. Meinst du, wir kriegen hier schnell eine 1x2 Base hin? Aus Stein? Safe. Aber wo? Wo genau? Hier. Einfach hier. Sicher? Einfach irgendwo? Einfach hier. Und direkt 1x2. Aus Metall machen? Genau, genau. Okay. Und wo Itoku und Okami ihre nächste Base aufschlagen werden, erfahrt ihr in der nächsten Folge.